Gut, schauen wir uns an, wie aus diesem Foto dieser Banner wird. Das Foto habe ich mir bei Unsplash ausgesucht. Ich habe einfach nach Apps gesucht. Und wenn man dann auf ein Bild drauf geht, kann man hier mit diesem Knopf das Foto herunterladen. Ich habe das schon gemacht, darum wechsle ich jetzt direkt zu GIMP. Werde die Datei öffnen. Wenn solche Fragen kommen, einfach immer umwandeln, klicken. Und als erstes diese Ebenen hier duplizieren. So, einmal, zweimal. Die oberste Ebene wird dann mein Objekt. Und die zweite Ebene der Hintergrund. So, da kann man es noch lesen. Noch so ein bisschen größer, dass ich diese App sehr gut sehe. Und als erstes wechsle ich auf die Ebene mit dem Objekt. Also ich werde mal die anderen Augen zumachen der anderen Ebene, dann sieht man die nicht mehr. Und nur aufs Objekt klicken, damit das aktiv ist und ein schwarzer Balken dahinter ist. Dann verwende ich hier die Schere als Auswahlinstrument oder Werkzeug und fahre hier um dieses Smartphone herum. Hoffe, dass da die Kanten gut erkannt werden. Ein bisschen eine knifflige Arbeit. Am Schluss auf den ersten Punkt, den ich gesetzt habe, klicken. Dann wird dieser Kreis wie geschlossen. Jetzt kann ich noch korrigieren. Dort, wo es nicht genau erkannt wurde, ziehe ich einfach die Linie nach draußen. Und dann kann das hier GIMP noch ein bisschen korrigieren. Da passt es auch noch nicht so ganz. Da ist der Unterschied vom Hintergrund zur Kante nicht so klar. Darum wird das nicht so genau erkannt. Möchte hier jetzt keinen Doktor machen, darum lasse ich es bei dieser relativ groben Auswahl. Da hat er noch ein bisschen Mühe. Jetzt ist relativ gut, glaube ich. Da bin ich zufrieden. Und um diese Auswahl jetzt abzuschließen, steht hier unten auch in der Zeile hier, muss ich nur die Eingabetaste drücken. Und jetzt gibt es hier so eine Ameisenlinie um das Smartphone herum. Das heißt, meine Auswahl ist jetzt abgeschlossen. Jetzt habe ich das Telefon ausgewählt, möchte aber die Umgebung löschen. Darum kann ich bei Auswahl invertieren. Auswahl ändern, dass jetzt der Hintergrund ausgewählt ist und nicht mehr das Smartphone. Und wenn ich das lösche, mit Bearbeiten löschen zum Beispiel, oder einfach die Entfernen-Taste drücken, wird der Hintergrund weiß. Ich möchte den aber durchsichtig haben, dann gebe ich auf Ebene, Transparenz, Alpha-Kanal hinzufügen, mache nochmal Bearbeiten, löschen und jetzt wird der Hintergrund kariert, das bedeutet, er ist durchsichtig. Damit bin ich mal mit der Auswahl fertig, kann ich sie hier entfernen, also nichts heißt, dass dann keine Auswahl mehr ist. Und als nächstes wende ich einen Filter an, und zwar künstlerisch Kubismus. Kann hier noch die Kachelgröße einstellen. Sagen wir relativ groß, sagen wir 25 oder so. Und okay, dann wird das gerechnet nachher. Das ist mein Smartphone sowie ein kubistisches Gemälde gemalt. Damit bin ich damit mal fertig, kann ich das verstecken und dafür den Hintergrund einblenden. Auch hier wieder wichtig, nochmal die Ebene wirklich anklicken, damit sie dunkel hinterlegt ist, dann ist sie ausgewählt. Jetzt werde ich als nächstes mal diesen Hintergrund hier entsättigen, das heißt die Farbe wegnehmen. Dafür gehe ich zu Farben, entsättigen und dann grau einfärben. Gäbe es wie verschiedene Einstellungen irgendwie, könnte ich dann noch ändern und tun.
Aber ich lasse es jetzt einfach mal, wie es ist und drücke auf OK. Und dann wird dieses Bild, wie man sieht, von farbig auf grau geändert. Das dauert immer einen Moment, vor allem wenn es größere Bilder sind, wie jetzt in meinem Fall. Gleich danach werden wir dann diesen Hintergrund unscharf zeichnen mit dem Gaußschen Weichzeichner. Der findet sich ebenfalls hier oben bei den Filtern unter Weichzeichnen. Gaußscher Weichzeichner. Und dann nehme ich relativ eine große Zahl. Sag mal, man sieht gerade im Hintergrund, wie sich es ändert. Muss man immer ein bisschen dem Bild anpassen. Vielleicht etwas so. Jetzt ist es deutlich unschärfer als vorhin. Und klicke auf OK. Jetzt ist das auch schon gerade unscharf gezeichnet. Jetzt möchte ich hier das ganze Bild wieder sehen. Hier, da sieht man alles. Und jetzt ist nur noch ein Schritt notwendig. Ich kann das Objekt jetzt auch wieder einblenden. Dann sieht man, es ist jetzt bunt vor einem schwarz-weißen und unscharfen Hintergrund. Dieses Smartphone mit den Apps zu sehen. Gehe ich auf dieses Werkzeug hier, zuschneiden diese zwei Winkel und stelle ein fixiertes Seitenverhältnis ein, und zwar 851 Doppelpunkt 315. Das heißt, 851 zu 315 ist genau das Seitenverhältnis von dem Banner, den wir wollen. Kann hier dann dieses Rechteck aufziehen. Passiert aber nicht, was ich möchte. Was habe ich vergessen? Ich muss hier noch auf fixiert klicken. Fixiert. Und wenn ich jetzt die Größe ziehe hier, sieht man, ich kann nur ein bestimmtes Seitenverhältnis einstellen. Nimm mal die ganze Breite. Kann es noch ein bisschen rauf und runter schieben, die Auswahl, wie es mir gefällt. Und dann auch wieder entweder mit der Eingabetaste, steht hier unten wieder, abschließen oder auf eine Ecke klicken. Dann wird diese Auswahl abgeschlossen. Jetzt stimmt erst das Seitenverhältnis, aber nicht die Größe. Darum gehe ich zu Bild, skalieren und wähle hier nochmal 851. Dann wird automatisch die Höhe 315 ausgerechnet. Klicke auf skalieren. Und jetzt hat dieses Bild die gewünschte Größe. Als letztes noch speichern. Zunächst mal als GIMP-Datei. Diese könnte ich später weiter bearbeiten, wenn ich diese Ebenen wieder verändern möchte. Und dann noch mit Exportieren nach als JPEG-Datei, also JPG. Kann da die Qualität einstellen. Ich nehme meistens 76. Und damit bin ich fertig mit dieser Bearbeitung. Dem Desktop gibt es jetzt hier ein neues Bild mit dem gewünschten Banner. Ich wünsche viel Spaß beim selber ausprobieren.